Jeg hedder Kit Kærby. Jeg er projektleder i Regio Skill, som er et kunstprojekt med deltagelse af tyske og danske lærlinge, tyske og danske faglærer og tyske og danske billedkunstnere. Vi arbejder i træværksted. Wir möchten gerne, dass die jungen Auszubildenden, das sind die Arbeiter von morgen, und wir wollen sie gerne mit der europäischen Idee und dem erweiterten Arbeitsmarkt gerne zusammenbringen. Jeg hedder Kasper, jeg er 18 år og går herinde på Tømmer i Nakskov. Ich bin Luisa, ich bin 21 Jahre alt. Ja, Tobias, jeg er 17. Jeg går også herinde på Tømmerne i Nakskov. Mein Name ist Larissa oder einfach Lara. Ich bin 24 Jahre alt. Ich bin ebenfalls im ersten Lehrjahr der Tischlerausbildung. Yes, I'm Alex. I'm 18 years old and I make an apprenticeship for a carpenter. Zukunft. Det betyder fremtid. Ordet fremtid, det er ved at lave nu. Fremtid. Zukunft. Jeg er ved at indfarve nogle af de her kasser med linolie. Einfach so, ich habe mir eigentlich das mehr vorgestellt, dass das mehr Arbeit wird als Spaß, aber ich muss sagen, wir haben jeden Tag also jede Menge. Ganz ungewöhnlich eigentlich so. Det du ser her, det er sådan set en model 1-100 af projektet over i svømmehallen. Det bliver en collage af træ, der skal hænge over partiet her. Og derfor laver vi en frise hele vejen rundt, bestående af de der kasser, du lige har taget film af, billeder af. Og de kommer som en collage hele vejen hen, langs med væggen. Det bliver et billede på omkring 11-12 meter, vi arbejder ud fra, ikke? Ja, jeg synes, det er meget spændende at få lavet. Og så at det kommer op og hænge et sted, hvor man ved, at det kommer til at hænge et stykke tid. Så. Ja, det er samme, sådan, når man kommer med ens børn dernede, så hænger de om 20 år stadigvæk. Og så kan man sige, at ja, det er far lavet, eller mor, ikke? Altså det vi har fået lavet, det er, at vi har fået lavet de her kasser, ja. I løbet af den tid, vi var nede i Tyskland på grund af, det var nemmest. De havde alle maskinerne til det og sådan noget. De danske lærlinge lærer særligt, at i det her projekt i hvert fald at arbejde med nogle store maskiner, som de ikke er vant til. Og det blev vi introduceret for nede i Tyskland. Det er jo det, der er med dansk og tysk. Man har hver sin måde at gøre det på. Så det er jo lidt det, man lærer hinanden, at der er flere muligheder end bare den ene, man plejer at gøre det med. Das Beste für mich war bisher, dass ich vor allen Dingen den Dänen helfen konnte, dass sie ja die Maschinen, die wir hatten, nicht kannten. Und wir ihnen auch mal so zeigen konnten, wie wir arbeiten, dass es halt anders ist als bei denen. Jeg har godt nok nogle strikse regler i forhold til her i Danmark. Deres pauser, de er meget mere faste end vores. Vores, der kan vi bare lige sige til vores lærer, for eksempel, at nu går vi lige hurtigt ud og lige holder en lille pause. Der har de deres eget tidspunkt, hvor de holder pause, og ikke ude for eller noget som helst. Die Zusammenarbeit mit den Lehrlingen, die klappt sehr gut, finde ich, erstaunlich. Also am Anfang gab es natürlich erstmal ein bisschen Schwierigkeiten in Bezug auf die Kommunikation. Also man musste sich erstmal dran gewöhnen, ob man auf Englisch sich unterhält oder mit Händen und Füßen. Aber es hat eigentlich sehr gut geklappt. Aber immerhin. Ja. Früh
Frühjahr, da hatte ich im Wappen von Lolland gesehen, dass sie auch, ich glaube sogar 7 Gänse haben, die in dieser V-Formation fliegen. Das fand ich dann nochmal ganz schön. Die sind bekannt für ihren Zusammenhalt, für ihre Gemeinschaft. Dass die Tage vielleicht einfach, dass es vielleicht öfter sein sollte, dass man das fast schon regulär anbietet, damit die jungen Menschen einfach diese Erfahrungen sammeln können. Ja, wie viel stimmt. Wir eigentlich an Wissen schon in diesen Wochen gelernt haben. Das war jetzt nur eine ganz kurze Zeit und trotzdem hat man so viele Eindrücke und Neues irgendwie dazugelernt. Und das kann keinen Schulunterricht irgendwie ersetzen, einfach mal. Weil man sich ja auch so selber frei bewegen kann und nicht in so einem Unterrichtsding. Einen Überraschungsmoment haben wir immer. Dass man irgendwie sagt, oh, das war eine gute Idee. Und dass sie dann kommen und sagen, oh, wir wollen heute Abend zusammen Eis essen gehen oder den Sonnenuntergang genießen. Das sind für mich immer Überraschungen.